Boah, jetzt steht ihr so weit auseinander, dass wir keinen angreifen können. Hä? Ich werde nicht mehr. Ach so, er steht so weit. Ja, er ist ja keinen Schritt nach vorne gegangen vorhin. Der trefft nix. Ja, und da rennst du einfach in dein Verderben. Warum soll ich in mein Verderben gerannt sein? Ich stehe einfach nur vorne. Und jetzt? Gehst du einen Schritt nach vorne? Ich hab gesagt, ein Schritt. Okay, Eulenmann, das fechten wir aus. Ich gehe. Anscheinend. Du wurdest verlangsamt, der greift nochmal an. Ach, ist das Spiel unfair. Oh oh. 65% Chance. Ja, das ist kein Fokus. Tudum. Tudum. Oh, hast du nochmal Glück gehabt. Und nochmal 65%. Jetzt kommt auch Heinz Wurst. 65% Chance. Doppel nein. Verflucht. Oh nein. Ich glaube, du stirbst jetzt. Tot. Das ist doch voll der Abfuck. Können wir jetzt irgendwas machen, um dich zu retten? Was soll das ja, mit auf das, Feld gehen, die Eule kaputt machen und mich dann wieder bringen. Das müssen wir mit dem Hinterhalt dann machen. Oder da ist ein Eisgötze erschienen. Ich glaube, da gehe ich zuerst hin. Nein, wir retten dich zuerst. Kein Bock auf Überraschungen. Ich bin tot. Tu mir denn irgendwas? Haben wir mitbekommen. So macht man das. Hab ich mir jetzt gemerkt. Ich hab Levelaufstieg. Schon wieder. Moment, da ist eine Robbe Sauer, das ist meine. In der Lens ist richtig. Die ist bestimmt viel wert geworden, die kannst du verkaufen. Ja, ne? Dann kannst du mir schon einen Schlott halten. Plus 12 Widerstand. Das ist wirklich die nächste Stufe von meiner aktuellen Robbe des Lehrlings. Dann guckst du dir gut an, dann weißt du nicht. Wie sie aussieht. Wie sie aussieht, wenn du die kaufen willst. Jetzt ist ein Herzchen weg da oben. Na toll. Vielen Dank für die Rettung. Sollen wir jetzt direkt das Badenlager angreifen oder machen wir erstmal was anderes? Ich denke, ich schlage erstmal ein Zelt auf, ja. Oder die eine Eule angreifen, das geht natürlich auch. Ich glaube, ein Schlag halte ich aus. Okay. Hui. Hast du irgendeinen Angriff, der ein bisschen mehr macht? Nein. Er braucht ein gutes Messer. Er braucht einfach irgendwas, was auf Wahrnehmung gut läuft. Permanent seine 18.20 Schuss. Mit einem Wirbel, ne? Ja, mit einem Wurf. Ich klicke noch ein bisschen bei mir rum. Naja. Damit das so aussieht,
wüsste, was ich mache. Dann warte ich jetzt hier einfach. Jetzt, wo es eine Herzweg ist, sollte man neu anfangen, sonst das wird alles nichts mehr. Kackquadrig. Ja. Oh, kein perfekter Run. Geisterbeute angreifen. Ach, die Inseln sind ja hier verbunden. Wir hätten ja gar nicht mit dem Schiff fahren müssen. Nee, aber da hätten wir irgendwann nach ganz unten laufen müssen, um unser Schiff abzuholen oder neues kaufen. Treff nichts, du bist dran. Was? Ey, greifen wir uns locker an? Du bist ja fit. Ich werde links den Typen angreifen, dann haben wir noch Erfahrung und werden treffen. Oder wir sterben alle. Oder das. Immun gegen Feuer, Schock und Gefrieren. Und ich krieg sie wieder ab. Also ist ja gegen alles immun, was ich jetzt gerade machen könnte. Na toll. Könntest. Gespalten. Oh, der hatte auch so einen brennenden Kackhaufen in der Hand. Okay, also jetzt ist es locker. Oh, du hast mir ins Loch gefallen. Das ist 55 Glück. Du hast einen einladenden Höheneingang gefunden. Mit schöner Leuchtreklame. Ruf für 73 Glück. Ruf dein Feld, dann ist vielleicht besser, genau. Ach, du bist so ein... Lacker. Ja, guck mal, das sind Zwillinge. Spiel mir was vor. Rüstung verringert auf 0. Das finde ich jetzt gar nicht so schön. Die machen doch eh keinen körperlichen Schaden. Nur seelisch. Du gefroren bist. Ist nicht wahr. Warum hat Treffnix eine Wolke in seinem Kopf? Das hat was mit seinem Helm zu tun. Ausweichen ist erhöht, vorübergehend. Genau, jetzt setze ich das mal hin. Oder legen ist noch besser. Oh, 240 Money. Und 170 hier nochmal hinterher. 240, das war von der Quest halt, hab ich. Auch ein Ticket. Ticket. Deshalb hat es doch gelohnt, das Quest. Hammer. Guck mal, da sind riesige Würfel aufgetaucht. Du kriegst Spiel, ist oder eins? Ich heile mich erstmal. Glücksspiel hintereinander machen. Oh, die Würfel sind wieder weg. Verkackt. Hätte ich das wohl machen können. Was findest du eigentlich, dass das neue TW falsch macht? Fokussiertes Ausbau von Ländereien. Obwohl... Ich finde eigentlich, dass das die Karte, glaube ich, unübersichtlich ist und die Übersichtskarte leider auch. Geistbeuger. Und Tote War Britannia irgendwie so eine Mischung ist, weiß ich nicht. Die wollten das Diplomatische und das Familiending wahrscheinlich ein bisschen stärker nach vorne ziehen.
TW ist abgekürzt für Total War. Und letztendlich ist es irgendwo ein ganz gutes Total War geworden, aber es geht eigentlich nicht weit genug bei den Umstellungen. So, führe ich jetzt noch Fokus auf? Ach komm, wenn wir schon dabei sind. Kann ich ja noch ein bisschen rumgammeln. Treffnix ist ja wieder auf Sicherheitsabstand gegangen. Ja, wir warten auf dich. Ja, ich habe meditiert. Ist ja gut. Ihr seid ja einfach nicht weitergegangen. Dann werden die beiden Typen links, du bist die Frontzelle. Ja, und das wird irgendwann für die Tote War-Reihe echt schwierig. Ja. Weil sie trauen sich wirklich nichts. Ah, da ist es kommen Sachen wieder, die gab's schon mal, teilweise dann immer. Es wird immer nur so ganz wenig gedreht. Toll, dass ihr ohne mich kämpft. Du bist doch am Meditieren. Jo. An sich bin ich fähig mit Meditieren. Das können wir ja nicht riechen. Dann zieh doch mal fix deine Wollschuhe an und folge uns. noch mehr Money. Obwohl so ein paar Sachen bei Total War Britannia finde ich ganz gut, dass die Informationen zu den unterschiedlichen Herrschern zum Beispiel besser sind jetzt. Wie vertrauenswürdig die sind und so weiter. Und du hast nicht nur diese Felsenfest- und Schieß-mich-tot-Geschichte. Ich habe irgendein Achievement bekommen. Ehre drei Steinhelden. Das kriegen nur die absoluten Profis. Ja. Ja, mach du mal Profi-Unterschlupf hier. Und dann Eisbürze. Und auch, dass du Familien wieder verheiraten kannst, also durch Hochzeiten untereinander richtig gut, sag ich mal, wie heißt es? Die Beziehungen bedeutend verbessern kannst, ist auch nicht verkehrt. Vor allem, weil irgendwie als Alfred, das werdet ihr morgen noch sehen, ich krieg irgendwie alle zwei Runden ein neues Kind. Ich weiß gar nicht, wie meine Frau die so nachproduzieren kann. Juhu! Tschüss. And you failed. Vielleicht hast du ja beim Eisputzen mehr Glück. Beim was? Eisputzen? Eisputzen. Wie war jetzt zu Ende dein Ding, dein Zug? Konnte ich nur bewegen. Natürlich kann er sich noch bewegen. Es ist halt anders. Aber mutiger sein, was soll denn mutiger sein bei Total War? Es ist ja schon recht mutig zu sagen, okay, wir verzichten bei Dörfern, dass die Garnison haben, weil damit enthebeln die relativ einfach, dass du diese 8000 Verteidigungsschlachten hast, wenn es nur noch in der Provinzhauptstadt dazu kommt. In Hillenfeld. Dafür auf der anderen Seite hast du das Problem, eine Armee läuft bei dir rein und destabilisiert total easy dein gesamtes Gebiet. Weil der einfach in die ganzen Dörfer reinrennt, die du halt schwer verteidigen kannst. Greifen wir als nächstes das Lager hier unten an. Jo. Ey, das ist unsere Quest hier vorhin. An 8 Runden. Ah ne, wir müssen noch Heiligung. Was? Hole dies in Steinheld ab. Ja, das haben Liefere wir. Es nach Heiligtum der Reinheit Ledertasche. Hä? Ja, die Ledertasche habe ich, aber wo ist das Heiligtum der Reinheit? Tempel der Dunkelheit. Heiligtum des Wohlstands. Wir wissen, glaube ich, gar nicht, wo das ist. Komm mal zu dem Typen hier unten. Zum Freund in Nond? Ja. Vor allem ein paar Münzen, wenn 320. Wenn du den jetzt kaufst, ist das so wie der Mönch, dann wird das auch ein weiterer Charakter, der freigeschaltet ist. Achso, ich hab gedacht, da gibt's mir was Cooles. Nur ein Charakter später. Ich brauch doch jetzt mal, also nicht später!
Oh. Läuft bei dir. Ja, vor allem immer Gegner mit Magierüstung. Ja, weil du Magier aus Ende. Tschüss. Ciao. Naja, wir müssen, glaube ich, alle warten auf China Total War. Toll. Toller Flucht, anstatt dass ich das Feld zurückgehe. Du kannst doch jetzt dran vorbeischleichen. Ich kann gar nichts mehr machen, weil mein Zug zu Ende ist. Oh. Müssen wir den auch noch da oben abholen, ey. Nee, ich kann nicht vorbeischleichen, da hat Solarix schon recht. War das Lager alleine noch? Ja, könnten wir vielleicht schaffen. Nur vielleicht. Vielleicht. Wenn wir alle beide sterben, dann können wir uns ja wieder bewegen. Ja, stimmt. Wir sind ja nur die gemeinschaftlichen Herzen. Ihr seid wie bei Super Mario World, wenn Luigi sich immer absichtlich umbringt. Kampf. Du bist dran, Solarix, wie Kampf. Den ganzen Fokus schon für den Mist da ausgeben. Krass, ne? Macht eine ganz wenig Schaden. Ihr seid nur verflucht und blind und was auch immer. Ja, das könnte doof werden. Tja, selbst schuld. Hallo Lucifer. Sollten wir vielleicht gehen? Ich hab keinen Fokus mehr, aber wir können es finden. Warte, was haben wir denn? Treffnix braucht keinen Fuchs dafür, hat 94 auf Geschwindigkeit. Nein, wir machen jetzt Platte. Wir sterben nicht, Wunder. Ich schon. Ja, dann verschwinde. Ciao. So, dann gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Oh, immer stirbt derselbe. Ja. Ich sabotiere die Gruppe. Ob du unnütz bist. Ob du zurückgeblieben bist. Na, wow. Zelt oder Pflanze? Beide Scheiße. Oder du gehst nach rechts, wo es nicht so kalt ist, da kriegst du nur zwei Schaden. Was willst du denn hier da oben abholen? Ach so, ja, stimmt. Du musst mich nicht abholen, ich schleich mich da durch. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Hallo, ich hab genug Fokus. Was machst du denn jetzt? Jetzt können wir auch angreifen. Ja. Wobei, das sind ja genau die gleichen, die wir unten hatten. Ja, aber der ist alleine, wenn ich mit Hinterhalt gehe. Vor allem der andere. Wir müssen nicht mal Hinterhalt machen. Du bist aber öfters dran. Dann kannst du ja einfach probieren. Versorgen. Es tut mir leid, aber der ist leider immun gegen alles. Der König Hans Wurst hat mir schon wieder hier die Sachen kaputt gemacht. Gute Nacht, Kebab. Schon wieder. Boah. Würg. Ja toll, jetzt sieht das wieder so aus, als wäre der ganz leicht zu besiegen. Der ist ganz leicht zu besiegen. Zeig mal dein Brain hier. Noch mehr Fokus.
für den klugen Magier. Generic ist so ein. Ich kann mich wiederbeleben. Kannst du dich ein Feld rüberrollen? Du kannst dich selbst wiederbeleben? In der Stadt wiederbeleben, aber 298 EP verlieren. Das sind 10 Kämpfe. Verdammt. Kannst du nicht einfach warten auf uns? Wirst du runtergelevelt oder bleibt es dann? Das weiß ich. Ich glaube, das Level bleibt. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, dann ist das ja weniger als wie die. Was? Löse nochmal. Gehen wir erstmal zur Stadt, wie du Sachen kaufen. Ja, guck mal. Da, da habe ich ja gespart. Das war ja ein Schnäppchen. Aber das Herzen ist trotzdem weg. Jetzt habe ich das Highlight bei der Mobs-Cam nicht drin gehabt, dass der Hund sich gedreht hat einfach. Wo bist. Hä? Wo ist denn jetzt der Treffnix hin? In Manavik. Neben mir? Nein. In Manavik, der Stadt. Hast du dich teleportet, du Sauhund? Ah, nee. Ja. Nein, nicht du. Bist du Treffnix? Ich bin Solerix. Richtig. Ja, dann dreht auch nicht mit mir. Intelligenz minus 10, ey. Ja, ich nicht klug. Du nicht klug. Ich nur 41 klug. Das ja. Ist doch 10 weniger als Treffnix. Immerhin halte ich ein wenig Magie aus. Aber er leider auch. Deshalb muss Treffnix das alles machen. Fragezeichen, er weiß nicht, was er tut. Tritt durch. Wir sollten den königlichen Hanswurst endlich mal töten. Und Treffnix sollte sich mal eine ordentliche Waffe holen. Die vielleicht so 10 Schaden mehr macht. Ohne meinen Schaden hast du hier am Arsch gewählt. Nicht unbedingt. Klar, mit deinen neuen Schaden. Ja, komm, drücke. Da gibt's ein Narrengewand, das ist für dich. Kann ich mir zum Glück nicht leisten. Ich bin auch müde. Wie die Leute im Chat. Toll, gibt's natürlich genau die Robe, die ich schon habe. Und Solerix wird erstmal jetzt jahrelang nicht mehr Level uppen. Ja, bestraft. Was hast du denn gefunden? Verlassenes Dorf. Hirn hab ich gefunden. Ohoho. Dafür muss man klug sein. Es hat sich schon wieder bewegt. Bist jetzt außen rumgelaufen? Jo, weil es eine Gruppe ist. Ich habe was Cooles gefunden für dich. Boah, dämliche Hans-Wurst-Geschichte. Hätte mal mehr Fokus genommen. Könnt ihr die Nacht noch durchmachen, sagt schon jemand im Chat. Ich muss eh heute Nacht noch ein bisschen was machen. Wer meinen Sendeplan geschaut hat, weiß... Es ist halt noch ein bisschen was offen für morgen. Das will ich nicht alles morgen früh machen. Am liebsten habe ich es dann, will ich das irgendwie, wenn ich mich schlafen lege, dass das dann hochgeladen wird. Kommt ihr jetzt auch in die Stadt oder gehen wir direkt weiter? Ich werde erstmal diese im Sand liegende Schrifttafel begrüßen und dann gehe ich in die Stadt.
Ja, dann bleib ich einfach hier. Jo, das ist warm. Hast du recht. Das eine Quest können wir ja auch nicht mehr schaffen. Ledertasche haben wir zwar, aber wo soll sie hingebracht werden? Hast du nochmal drauf gedrückt? Ja, Heiligtum der Reinheit. Ja, aber es wird nicht angezeigt, wenn man drauf drückt. Es wird ja trotzdem der Steinheld nur angezeigt. Ja. Weil wir keine Ahnung haben, was es ist. Der Reich, nicht rechts, da wo dieses orangene Zeichen drüber ist. Ach toll. Da hätten wir einfach nur ein bisschen nach rechts laufen müssen. Aber haben wir verkackt. Verkackt. Ist Frostpunk eigentlich tot? Leider sind die Savecams nicht wiederherstellbar, weil diese Stream-Demo vorher inkompatibel ist zu der eigentlichen Vollversion. Also Demo ist das falsche Wort dafür, aber es fehlten ja die Szenarien. Und deshalb kann ich das Savecam nicht mehr rekonstruieren. Vom Spiel. Und diese Pressversion gibt es auch nicht mehr über Steam zum Aktivieren, die ich vorher hatte. Die Sauhunde haben nämlich einfach die ganzen Betas, die man normalerweise in Steam zum Beispiel anschalten kann. Das ist ja meist so, wenn entweder machen die den Zugang separat über einen anderen Reiter, sowas zum Beispiel, dann heißt das irgendwie Beta schieß mich tot. Das ist dann auch ein separater Key, der wandelt sich dann später um in die Vollversion. Oder du machst es halt über diesen Beta-Tab in Steam. Fergus der Irre. Beutegegenstände können gestohlen werden. Jetzt haben wir zwei Geißeln. Juhu. Ja, ist doch schön. Dedede, 50 EP. Dedede, irgendwas, was mir im Weg steht. Denn zweimal dran ist. Na, jedenfalls, es geht leider nicht. Mal gucken, wo du jetzt hingeschleicht bist. Ja, wahrscheinlich einen Schritt zurück. Sag ich doch, das Spiel ist unfair. Ansichtssache. Deshalb wird mich Frostpunk erst nach dem 12. Part, der jetzt am Sonntag war, leider nicht mehr weitergehen. Also habe ich das Ende selbst nicht gesehen. Aber ich habe viele Erfahrungen gemacht dadurch. Müssen wir halt veräppeln, da sind... Willst du jetzt da durchschleichen oder was hast du vor? Mal eingreifen. Wir sind nur zu dritt. Nein, zu zweit. Wir sind zu zweit. Weil Solarius nach rechts gelaufen ist. Ich hole das Schiff. Ich weiß, ihr geht jetzt in die Stadt. Mein Gott. Oh, du bist ja ein Meisterschleicher. Natürlich bin ich Meisterschleicher. Ich bin Magier. Ich habe mich selbst verschwinden lassen. Ach, warum ist das alles so teuer? Ach shit, jetzt kann ich nicht mehr schlafen gehen, oder? Doch. Gut. Ich habe alles erledigt. In der Stadt. Kannst du uns jetzt eigentlich dazu holen schon, oder müssen wir noch ein bisschen laufen?
Er müsste ein bisschen in die Nähe kommen. Vielleicht geht er so nach links ein bisschen. Ich muss einen neuen Frostpunk-Spielstand anfangen, das ist korrekt. Geh du nach links, dann fahre ich die Küste hoch und hoffe, dass kein Kraken kommt oder sonst was. Warum links lang? Ich fahre die Küste hoch und sammle euch dann da ein. Dann könnt ihr vielleicht noch einen so einen Assassin platt machen, dann komme ich dazu. Und dann können wir zum Eisschrein, Stufe 6 fahren. Easy. Los, komm, Cheater. Willst du meine Wurst berühren? Das dachte ich auch, bist du dumm. Ach, da ganz oben ist Fergus, der Irre, gespawnt. Wenn wir den Assassinen über uns machen. Berühr ihn doch einfach, dann töten wir ihn. Ich fliehe. Battletech LP ist nur das Problem gewesen, weil jetzt gerade gesagt wird, das hat dir was angetan. Also im positiven Sinne wird es gerade im Chat gesagt. Dass das wirklich am Anfang lange braucht, um, sag ich mal, zu funken. Du bist übrigens noch dran, oder? Ja. Du hast ja ein anderes Schwert plötzlich. Mache immer die gleiche Kackhaube auf. Weil Prolog und alles dauert ewig und ist halt noch ermüdend, weil du halt nichts machen kannst großartig. Das Spiel fängt eigentlich erst ab, sobald die Tuse auftaucht wieder und, sag ich mal, deine Schulden bezahlt. Todesmal. Erhalte tödlichen Schaden nach langer Zeit. Ich glaube, du musst dich fangen lassen. Nee, ist weg wieder. Mischt das Gehör noch mit dem Statisten Tellen? Ja. Musst du nicht, kannst auch alles sagen. Wir haben ja immer noch Zeit, können wir unten den anderen Assassinen auch noch angreifen. Oh ja, da sind sie weg. Haben wohl von unserem schlechten Ruf gehört. Ja. Ihr könnt ja trotzdem weiter nach Süden kommen, damit ich nicht so hoch fahre. Nach Süden? Ah, guck mal, ich bin irgendwas reingefallen. Mhm. Ich kann keinen Fokus benutzen. Das ist aber für die Aufgabe. Einen Fokus verlieren, 27%, also eigentlich 31% Chance. Ich glaube, ich will das nicht machen. Jetzt macht er es. Ich habe dafür zu viel Fokus aktuell. Ach. Ich will nicht alles verlieren. Ich will nicht alles verlieren. Weil es eigentlich, wenn so Lerix jetzt vom Kraken getötet wird. Oder in diesem Strudel stirbt. Gibt er lieber einen Fokus? Oh, ich habe dieses Gefühl, dass Solarix unser Schiff kaputt macht. Ich steige aus. Ihr kommt doch hier runtergelaufen, oder? Und ich brauche die 100 XP. Du meinst EP? Ja, ich bin halt anders als XP. XP ist Englisch für Experience. EP ist Deutsch für Erfahrungspunkte. Achso, Glück gehabt. Ich dachte, das wollte ich jetzt erklären für die jüngeren Zuschauer unter uns. Ich bin so müde. Ich könnte mich ja eigentlich einmal mit einer Schriftrolle rüber teleportieren. Dafür bist du nicht klug genug, bei dir geht hier nicht so weit. Toll, zwei Schritte. Hä? Wie ist Yadio hier reingekommen? Nicht. Hey, Buddy! Hey, Kuban! Willst du bitte uns beim Stream allein lassen? Ja, jo, danke. Okay.
So läuft das hier. Bist du jetzt wieder in das Schiff eingestiegen? Ja, er wollte doch nur das XP-Zeug holen. Wo willst du jetzt eigentlich gerade hin? Willst du uns jetzt... Na, hier rüber auf das Haus zu der Insel. Hier, das Haus liegt ja, ja, ich will ja auch zum Eis schreien, aber... Ich meine es... Entweder lauft ihr ein Stück nach unten und ich kann euch vielleicht das nächste Mal mitnehmen, weil man muss nicht ganz nah dran stehen. Oder ihr bleibt da stehen und ich hole euch ab. Oder ihr kämpft gegen diese junge Eule. Er ist alleine. Ich bin nicht dabei. Jetzt zeigt er uns, wie geil er ist. Oh, 124. Ich glaube, er hat Elite-Vieh. Kein Problem. Diese Antwort. Weil der hätte ich ja schon dreimal hauen können, dann hätte ich ja schon. Wäre auch schon tot gewesen. Ja. Ich stehe im Schürz. Jetzt hast du jetzt hast eine Eule zwischen uns gespawnt. Kann man nicht über das Heiligtum laufen? Natürlich kann man das. Na, bleib stehen mit deinen zwei Schritten da. Warum soll ich stehen bleiben? Ich kann doch weitergehen. Mal gucken, ob ich euch jetzt einsammeln kann. Bist du mit dem Schiff da ein bisschen mehr vorne? Ja. Ich kann euch jetzt abholen. Dann könnten wir den Hans Wurst da unten tot machen. Ja, dann mach das. Juhu! Dieser Sackträger, ey. Ich bin plötzlich wach geworden. Auf dem Schiff. Ich glaube, ich wurde heimlich angeheuert. Dann muss jeder von euch drauf gehen. Ne, wir fahren jetzt mit dem Schiff weg. Okay. Seit wann würfelst du eigentlich deine Bewegung mit dem Talent aus und nicht mehr mit der Geschwindigkeit? Wollt ihr auch was fahren, kann man das umstellen? Keine Ahnung. So viele gute Fragen auf einmal. Denke, meine Waffe ist jetzt öfter Talent. Aber du würfelst ja das Schiff, nee, das Schiff würfelt man immer mit Talent aus, weil du, du hast stimmt. Auch mit Talent ausgeworfen. Boah, unglaublich. Stell mir keine doofen Fragen. Die war gar nicht doof, die Frage. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sein erster Tag hier in dem Spiel. Meine rasiermesserscharfen Witze waren immer ein wenig zu hoch für Rosomons Gehirn. Vielleicht sollte ich tiefer zielen, mehr auf Halshöhe. Verstehe ich nicht. Töten wir ihn. Ja. Ich glaube, er tötet uns. Ach, Quatsch. Oh, ich habe keinen Fokus mehr, was entsteht. Mutigen ist das, was du für meinen, das Inspirieren und der Mutigen vor. Ich verstehe kein Wort. Ich hab's Korben erzählt, der weiß das nicht mehr. Ich bin immer noch verflucht, ich muss das mal wegmachen. Ja, du hast ganz viel Pech oder wenig Glück. Ja. Wird noch irgendwas ausweichen runter gemacht. Boah. Ja, das gefällt dir. Es gibt ja, übrigens bei Twitch jetzt einen Mini-Delay-Modus. Der soll jetzt eingeführt werden. Wahrscheinlich auf als Antwort darauf, dass YouTube diesen Modus eingeführt hat. Damit kannst du die Delay auf ganz wenig Zeit runtersetzen wohl. Ich will jetzt noch nichts versprechen. Schock ist gut, da kriegen die halt immer volles Ding. Da können die ja bloß Scheiße machen. Bis auf 2 Sekunden, das haben wir doch schon so gehabt. Ich bin irritiert. Jetzt macht er irgendwas. Ich hoffe, er isst ein Kraut. Ja, kann er machen.
Hä? Keine Ahnung, was das ist. Also der soll der Korridor gegen den Boom sein? Man kann ja nichts machen, der fängt sofort an. Ich bin zu schlau, ich bin immun gegen. Ab aktuell 8 Sekunden Verzögerung. Na, vielleicht doch nicht so hundertprozentig. Werde ich noch eine Runde überleben oder soll ich jetzt lieber was anderes machen? Wie ein Kraut einwerfen? Lieber Kraut einwerfen. Ah, nee, ich greife an. Ah, jetzt sterbe ich. Geschickt ausgewichen, ey. Kritisch wie 20 für dich, Scheiße. Das hat aber voll den Fokus gemacht. Jetzt kriegen wir bestimmt die Kappe, ne? Und die brauchen wir nämlich nicht. Erstmal gibt's drei Bücher. Gruppenrüstung, Gruppen. Gruppenwiderstand, Gruppen ausweichen. Und die Fertigkeit unterhalten. Danke übrigens für die 100 Bits von Sekobra.